Produktion wird umgelagert, die Insel optimiert, alles und vieles mehr bei Anno 1800 im Netzfuchs nach dem Intro. Hallo zusammen, mein Name ist Fitzfuchs und wir spielen weiter Anno 1800, das sind Higgins und ich. Hallo. Hi. Und jetzt geht es quasi darum, wie ich schon sagte, im Cold Opener unsere Hauptinsel zu entschlacken, zu entlasten und um mehr zu produzieren. Wir produzieren hier natürlich weiterhin mit den Hochöfen erstmal Metall bzw. Stahl. Ja, und wir werden hier auch erstmal weiter Nähmaschinen bauen, das ist klar. Aber wir brauchen grundsätzlich nochmal mehr Stahl. Ja. Die Welt schreit nach Stahl, so auch unsere Leute. Und plane ich hier schon mal vor. So, die Hochöfen brauchen wir. So, wirklich ganz simpel, ganz billig. Zack. Bin gleich wieder. So rum ist besser. Kein Rathaus, ein Lagerhaus. Für den Fall, dass es brennt, Feuerwehr. Zack. So, die müssen natürlich alle noch verbunden werden, das ist klar. Kupfer machen wir später. Hier ist das nächste Eisen dann. Steine fehlen. Ja, haben wir noch ein Schiff zu viel? Tja, den Klipper, wie viele Steine haben wir? Hi. So, da bin ich wieder. Baby. Fang schon mal so ein bisschen quick and dirty vorzuplanen. Ich kaufe mal Stahl. Ist das Schiff schon da? Nee, ne? Oder doch? Doch, doch. Ah, ich glaube, es hatte Mitwind, oder? Oh, naja. Und gleich hat es wohl Gegenwind. Hast du alles gekauft, oder? Okay. Was gerade nicht mehr anbietet jetzt. Gibt es noch irgendwas Gutes hier? Nichts da. Spielstand gespeichert. So, nützliches Werkzeug. Dann haben wir hier um alles.
Bereit für den Einsatz. Das Schiff können wir super nehmen, um Waren von A nach B zu transportieren, ne? Zwischen den zwei Inseln, wenn wir was zum Bauen brauchen oder so. Das ist super schnell und hier ist ja erstmal kein Gegner. So. Wie gesagt, eine Mine, zwei Hochöfen. Jetzt ist die Frage, die brauchen ja Kohle, richtig? Diese Hochöfen. Ja. So, wie viel Kohle tut eine Kohlemine produzieren? So viel wie eine Eisenmine. Also wir bräuchten rein theoretisch noch zwei Kohle rein. Weil hier nur eine Kohlemine ist, okay. Das ist ja kein Problem. Gerade wo wir es am besten machen. Ich glaube auch irgendwo da unten. Ach ja, am besten beide bei der Mine, weil die Mine langweilt sich ja. Da. Da. Köhlereien musst du halt aufpassen, die kannst du sau eng beieinander setzen. Ach komm, ich kann die beide nebeneinander setzen. Ist ja krass. Die tun sich nicht gegenseitig stark behindern, weil die nicht so viel. Die brauchen zwar schon eine gewisse Fläche, aber sie brauchen jeweils nicht so viel, so viel auf einmal. Ja, nee, du hast die geblaupaust nur. Das ist egal. Guck dir unseren alten Spielstand an. Oh. Oder meinst du, weil das... Das war mit der Jagdhütte und der Köhlerei. Ach so, das aber kann sein. Aber die Köhlerei, dadurch, dass die eine geblaupaust ist, ignoriert sie ja, die okay, andere das im kann Prinzip. Sein. Das kann sein. Wir brauchen auf jeden Fall hier unten... jede Menge Steine. Was ist das? Kupfer oder was? Achso, ja, das brauchen wir für erst. Für die Messinghütten. Brauchen wir mit zeitnah, ja. Oh, da wäre auch nochmal Zement. Brauchen wir jetzt noch nicht ganz hier, aber. So, Brillen würde ich sagen, machen wir dann auch direkt hier vor Ort. Dann müssen wir es nicht hin und her schippen. Ja, wenn nämlich den Messing. Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja auch irgendwann Stahl nicht mehr auf unserer Hauptinsel gemacht im alten Spielstand, ne? Ja. Eigentlich müssen wir. Nee, haben wir das nicht in Capture Valley irgendwann gemacht? Kam nicht der Stahl aus Capture Valley? Später? Doch. Das kann sogar auch sein. Weil die Insel ist ja pervers. Ist, viel. Ist ja pervers, was ja. da drauf ist, ne? Da kannst du ja eine extra Siedlung nochmal so aufmachen, ja? Die ist ja krank. Ja. Die Insel ist einfach krank. Okay, haben wir noch irgendein schnelles Schiff? Nein. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Komm, lass mich mal was versuchen hier. Jetzt mal mutig. Alles bereit. Ruder übernehmen. Spielstand gespeichert. Ihre Majestät ist nicht zugegen. Nur für den Fall, dass sie selbiges zu hoffen wagten. Der spricht geil, der Archibald von Blake. Und ich hab auch immer, der sieht auch noch so ein bisschen so aus wie der Typ aus Duncans Spielwarenladen. Aus hier, Kevin allein zu Hause. Ist ja Kevin allein in New York. Ist auch die gleiche Synchronstimme. Ich glaube, das haben sie bewusst gemacht. Als erster. Jetzt, da ist das Segel, ist klar. Wo? Das Lateinsegel. Beim Archibald von Blake, oder was? Ich fahr grad hin. Hast du irgendwas gekauft? Ah ja, Stahl, ne? Weil wir unter eine Million gefallen sind. Ja. Wir sind unter eine Million gefallen. Skandal! Na, mit viel Glück müsste das noch passen. Also ich segel gerade mit unserem... Bereit. Hin.
Er kann sich zwar nicht wehren, aber das muss er vielleicht auch nicht. So, ah, du hast die Insel gebaut. Sehr gut. Achtung, ist unser Admiral anwesend. Ach, kommen die Stoffe schon wieder an? Wie sieht's auf der Hauptinsel mit Stoffen aus jetzt? Oh je, 5, 4. Aber wir haben noch 39 Pelze über, also es dürfte passen. Was ist denn hier los? Ich höre doch schon wieder die Brandmusik. Na, ich habe schon mobilisiert. Ah, oh, war ja auch nicht viel. Doch, doch. Aber ich bin zufällig drüber, dann habe ich das Trommeln, du hörst ja schon, ne? Das brennt schon wieder. Und dann schnell alle mobilisiert. Ding, ding, ding. Naja. So, wie viel Stahlbeton brauchen wir? 60. Für beide. Also insgesamt 60. Okay. Schneller! Das Walross, das braucht noch eine halbe Stunde, bis da ist. Was ist es denn? Noch nicht mal die Hälfte. Obwohl, doch, könnt gerade. Doch, ist ein bisschen über die Hälfte sogar. Er hat schon viele Linienschiffe da hier. Ist das Walross denn? Achso, das Walross hat den Stahl dabei, ne? Ja. Wir hätten so dringend diese militärische Insel gebraucht. Ich ärgere mich so, dass ich so lange gebraucht habe. Ein neuer Saboteur. Noch ist es drin. Na, bei unserem Glück. Hat alles lila da drin, gell? Unwahrscheinlich. Ich mach. Und rollen. Schlag's tot. Hast du es gekauft? Nein. So. Ist weg. Ah, ich sehe es sogar im Stream. Verdammt. Einteilige Unterwäsche. Können wir nochmal Stahl mitnehmen? Zu pieksig, zu oder in die Maschinen. Nee, ich roll mal kurz. Hier ist noch eine 80er Schraube. Fährt direkt wieder zurück. Ich wollte eigentlich noch Dings mitnehmen, Stahl, aber weil wir gerade ganz produzieren. Ich habe 150 Tonnen gekauft. Wir brauchen danach wir. Gehen wir wieder in die Produktion, sobald wir die 60 Stahlbeton haben. Okay. Dann nehmen wir die Schraube halt mal mit. Herrje, mein Magen krampft wieder. Aber er sagt nicht genug Platz. Okay, er setzt aber trotzdem in den leeren Slot rein. Bereit für den Einsatz. Ja, also wir haben ja noch keinen Slot, um es einzusetzen. Aber ja. Sind unterwegs. Spielstand gespeichert. Ei. Das Walross kämpft sich dem Weg. Kuckuckchu, kuckuckchu. Wir haben 1000 Leute. 1000 normale Arbeiter zu viel. Wie denn hier? Kaum Bauern. Wo willst du den Kai denn überhaupt setzen? Hast du den bei uns schon vorgeblaupaust? Schon geblaupaust, ja. Wo? Ist ja eigentlich egal, wohin. Oh. Seh mich. Nein, da kommt er nicht hin. Nein, da passt er nicht. Verdammt. Das passt noch hin bei der Fischerhütte. Ah, ist wirklich egal. Dann lassen da. Warte, ich wollte ganz nach unten. Kleine Fitzel noch ausnutzen.
Muss ich das verstehen, warum das Baumwollschiff zuerst nach oben fährt und dann wieder runter? Das ist ein bisschen besoffen. Wo? Es fährt momentan unter unsere Insel entlang, warum auch immer. Ein Schiff erster Klasse. Hä? Ja, ganz genau. Hä? Also wenn es jetzt abgeladen hätte oben, dann hätte ich... das hängt auch damit zusammen, wenn die ausgelastet sind. Es kann sein, dass unten ausgelastet war. Weißt du, was ich meine? Mhm. Oder ist es lagervoll? Nee, das kann nicht sein. Mhm. Ist leer. Hm. Der will mir jetzt aber nicht erklären, dass er wieder runterfährt, oder? Na doch, er gibt es jetzt unten ab. Nee, das sieht für mich nicht so aus, als würde er es unten abgeben. Doch. Na gut. Und schon sagen, es kann sein, dass unten gerade belegt war. Dann fährt er nach oben, ist oben belegt, so, dann fahr ich wieder runter. Das kann passieren. Finde ich affig, aber ja. Hm. Neue Befehle, Admiral. So, Walross ist da. Ist da. Der Clipper auch. Der ist schnell hin und zurück gefahren. Bereit für den Einsatz. Ich hab die Handelsroute mal pausiert. Wirst du auch denken, warum? Wegen dem Segel. Mhm. Das ist die Route, wo es aktuell am meisten Sinn macht, sie zu beschleunigen. Und ich. Hat die Fregatte zwei. Oh, die Fregatte hat sogar zwei Slots. Nice. Wahrscheinlich nicht ganz so schnell, oder? Was hat die denn? Die hat maximale 18,7. Der Teufel fordert seinen Tribut. Alles bereit. Die hier hat 18,1. Ist. Mich verarschen. Neue Befehle, Admiral. Nee. Die Fregatte ist ja in allen Punkten besser. Neue Ziele. Auf Ihren Befehl. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Einsatz. Weiß noch, wir hatten mal ein legendäres Multiplayer-Streaming-Match. Hat Helbo gestreamt, ich gestreamt und auch der Simnox gestreamt. Wir haben zu dritt gespielt mit noch einer CPU, aber die war so, naja. Ne? Und ich habe dann irgendwann im Nebel des Krieges Schiffe produziert. Weil der Helbo die ganze Zeit so großkotzig so. Ja, ich bin ja eh der Beste und so, ne? Ja, und ihr habt mir nichts zu sagen und so. Und er die ganze Zeit hier auf dicken Max gemacht hat, ne? Immer nur verbal. Dann bin ich mit meiner Riesenflotte plötzlich vor seinen einen Hafen gefahren. Beendet. Wo er so den dicken Max gemacht hat. Dann habe ich nochmal gefragt. Hä? Ja, oh, nö, hast mir gar nichts zu sagen. Ist okay, Krieg erklärt und diese eine Insel weggepumpt. Tja. Und dann habe ich zu ihm gesagt, okay, komm, wollt ihr jetzt nur mal demonstrieren, ne? Wer hier die Hosen anhat? Hast den Mund ein bisschen vollgenommen, aber ich finde, ich bin ja kein Unmensch. Ich ziehe mich ab und überlasse dir die Insel. Ja? Können Frieden machen, ist kein Ding. Ne? Und er, nein, niemals. Ich so, okay, klick, abgebrannt. Oh, das ist so schön. Ich hab's noch auf YouTube. Irgendeine der alten Anno-Let's Fuchs-Dinger. Ja, man sieht leider nur mein Gesicht, wie ich grinse. Aber ich klicke sein Gesicht im Stream. Wäre auch nochmal interessant gewesen. Tja. Wie gesagt, ich bin kein Unmensch. Ja? Zum Angeboten, aber sein Dickkopf war zu groß. So, Schraube da rein, Segel darüber. Los. Ja?
Du musst nicht aufs gleiche Bild klicken, was ich tue. Ich hab genau in den Sekunden hier das mal wieder gedrückt. Ah, das ist doch Quatsch. Es gibt doch genug zu tun. Wir müssen uns doch nicht beide das gleiche Schiff angucken. So, was willst du da machen? Brillen, oder was? Mhm. Brillen und Messinghütte. Da brauchen wir aber Fenster noch. Ja, ist auch schon. Alles bereit. Also, das Glas ist schon geblaupaust. Glas? Ja. Hä? Die Brillen brauchen Glas. Nein, wir brauchen Fenster, dass wir die Gebäude bauen können. Ach so, ja. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Die Insel hier. Ach, die gab's ja auch noch. Wir überlegen, ob wir uns noch so diese kleine Insel hier unten nehmen sollten, als militärische Insel. Vor dem Archibald Lake, links. Das kleine Ding. Bereit für den Einsatz. Also das Ding ist ja richtig klein. Okay, der braucht also richtig Fenster klein. Und Stahl. Ja, ich weiß. Neuer Auftrag. Hörst du öfters, gell? Was? So, ich geh mir mal jetzt schon eine Pizza. Ja, machen wir heute, Higgins. Hast du noch Bock? Bist du früh ins Bett? Klar. Ist auch nicht schon wieder ausgelastet. Ich grade das jetzt ab. Läuft der Stahl schon wieder? Ich müsste mal 20 ausgeben. Ja, wir brauchen nur 100 insgesamt. Okay. Und ich brauche ein bisschen Stahl für die andere Insel gleich. Alle stehen bereit. Kriegen wir dann eigentlich auch wieder ein neues Schiff in der Arktis? Nein, oder? Nicht wieder eins direkt geschenkt. Ich glaube schon, doch. So krank. Was? Aber warum? So viele sind doch da gar nicht. Du langweilst dich hier? Na, auch nicht wirklich, aber du, warum fahren die alle da rüber? Was ist an dem Lagerhaus so toll, was das nicht kann? Aber das ist ja auch langweilt. Ja. Alles bereit. So, also komm mal her, Fenster. Können wir mal ein paar Steine da lassen, aber drüben ist kein Platz mehr. Und Spielstand gespeichert. Erwarten neue Horizonte. Müssen einen Stahl nachproduzieren. Was? Wir haben noch 99. Ist Ernst? Ja, es waren 149, es ging nicht anders. Komm, ich schmeiß kurz eins an. Das ist ja wohl die Höhe. So, wie viel Stahlbeton? Das sagt 60 oder was? Mhm. Okay. Ich werde angerufen. Ich mute mich kurz. Um 20:12 Uhr. What the fuck? Ingenieure, die respektiere ich. Die sind schlau und bauen tolle Maschinen. Naja, man weiß nie, was als nächstes zwischen die Räder kommt. Eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Komische Aktivitäten im Keller. Licht brannte, obwohl eigentlich keiner unten war. Die Nachbarn wollten wissen, ob ich es war. Ja, jetzt machst du aber es wurde schon mal eingebrochen in dieses Haus. Das ist schon ein bisschen her. Ja, aber
Da hatten wir auch. Es mag jetzt ein bisschen engstirnig oder ein bisschen blauäugig klingen. Blauäugig trifft's besser. Engstirnig ist das falsche Wort. Es war halt so, dass wir den Keller nie abgeschlossen hatten. Also jeder hat sein eigenes Kellerabteil und da ist auch so ein Riegel davor. Aber das ist in der Regel nur Gerümpel drin, da ist nichts Wertvolles drin. Wir haben es aber nie abgeschlossen. Wir haben immer nur den Riegel zugemacht. Es war im Haus so normal. Die Abschlusstür war ja immer zu vorne. Und die Keller waren einfach nur so zugeriegelt. So. Und urplötzlich war ich unterwegs und dann wurde ich angerufen und dann hieß es, ob ich im Keller war. Und ich sag, nö. Und ob ich da irgendwas entwendet hätte oder so, mir was geborgt hätte. Weil den Nachbarn haben Lebensmittel gefehlt. Die haben nämlich immer so ein paar Sachen im Keller gebunkert. Und ich sag, nö. Ja, sie hätten auch vorhin komische Geräusche im Keller gehört. Und ich so, okay, ich komme nach Hause. Ich war nicht weit weg bei einem Kollegen. Und dann sind wir wirklich, ich hatte noch einen alten Strahler. Den hatte ich gerade oben in der Wohnung. Ich hatte noch einen alten Strahler, so einen richtig fetten, den wir mal so für Zeitlager dabei hatten, um Dinge zu erhellen. Warum sind die jetzt alle sauer? Warum sagt der Schweinehund? Naja, auf jeden Fall sind wir dann wirklich. Ich mit dem Licht vorne dran und meinen alten. Ich habe mal Feldhockey gespielt, meinen alten Feldhockeyschläger in der Hand. Der Nachbar hinten dran mit Baseballschläger. Und, aber wir haben. Sind alle Kellerabteile rein, haben alles ausgelöscht und da war keiner mehr. Aber vorne an der Tür haben wir gesehen, die ist natürlich nicht den Tag über abgeschlossen. Nur nachts in der Regel. Und du kannst eigentlich fast, es sei denn, es ist eine Hochsicherheitshaustür oder so, kannst du die mit dem Schraubenzieher aushebeln. Das hast du auch gesehen. Der hat mit dem Schraubenzieher, mit dem Hammer, hat er reingeklopft an zwei, dreimal an der Stelle, wo er dann Schloss raushebt. Und dann ist er rein und hat dann Lebensmittel geklaut. Aber wirklich nur Lebensmittel. Jo. Ich habe einen Fisch gefunden. Fisch? Ja. Ein neuer Auftrag. Unbekannter Leuchtfisch. Für den Zoo. Aber die haben den dann gefasst, ne? Der hat in dem ganzen Wohngebiet hier eingebrochen, ja. Derjenige. Ah, okay. Oh Mann. Ja, und die haben ihn dann irgendwann erwischt. Und der hat immer nur Lebensmittel geklaut. War ein bedürftiger Mensch. Aber die Masche war immer in die Keller einzubrechen, über die Haustüren halt. Deswegen, wenn irgendwas im Keller ist, auch wenn nur Licht brennt oder so, dann werde ich immer angerufen oder so, ob ich es vergessen hätte, oder weil ich das letzte Mal unten war oder so. Wir schlingern ins Ungewisse. Deswegen kann ich es denen da nicht übel nehmen. Das ist die Frage. So, wir brauchen natürlich für jede Scheiß Stahl und natürlich auch Stahlbeton. Wer hätte das gedacht? Achtung, hier kommt ein Karton. War das doch. So. Wie viel brauchen wir denn? 50 Stahl auf der Insel, oder was? Und 30 Stahlbeton, oder wie? Genau. Okay. Spielstand gespeichert. Ei. Dann schippe ich das schon mal. Oh, da ist schon wieder die Gammlerei. Gammlerei? Ja, die Pest oder was auch immer es ist. So. Die Seuche. Krankheit. Also. 50 Stahl. 30 Stahlbeton. Bereit für den Einsatz. So, wie sieht's auf dieser Insel hier aus? Da fehlen noch 7. Okay. Ja, man weiß einfach raus, ich gleich 2 Krankenhäuser gebaut. Ja, war gar nicht so schlecht, dann geht's schneller.
fand ich so lustig, wo einer drunter geschrieben hat zu diesem Virus, da zu diesem Coronavirus. Regt euch doch nicht auf, die Pest haben wir doch auch überstanden, ne? Und dann schreibt einer drunter, ja du Idiot, das hat aber zwei Drittel von der europäischen Bevölkerung gekillt. Dem Motto, die ist doch auch irgendwann wieder verschwunden, ne? Regt euch doch nicht auf. Okay, jetzt brauchen wir Materialien, hauptsächlich Holz und Stein noch. Wobei Holz können wir, glaube ich, jetzt wieder selbst produzieren da unten. Aber Stein können wir noch ein bisschen runterschippern. So, was brauchen wir für Brillen? Brauchen wir für Brillen auch Stahl oder was? Nee, ich habe alles schon vorgeplant. Ich will nur wissen, ob wir uns damit was... Weißt du, weil ich will das Stahl ja hier alles hier unten herstellen. Komplett neu. Gut, weil dann würde ich sagen, machen wir hier unten Stahl mit 3 Stück. Und die Nähmaschinen noch, oder was? Masse? Oder wir lassen die Nähmaschinen auf der Hauptinsel. Wir können die Nähmaschinen auf der Hauptinsel lassen. Wir können 3-mal Nähmaschinen produzieren und dann können wir noch eine Kanonenproduktion laufen lassen oder so. Und den Stahl machen wir komplett auf der anderen Insel, hätte ich gesagt. Wie wäre es, wenn wir uns die Insel überhalb unserer kleinen Kohleinsel für den Norden auch noch... Die ist doch winzig. Da hätten wir aber noch 2-mal Eisen, 1-mal Steinkohle, 1-mal Zement und 1-mal Messing in dem Fall. Messing brauchen wir später eh mehr. Jo. Wir müssten das halt langsam mal mit Kanonen verteidigen, wenn es zum Krieg kommt. Ne? Schon viel zu lange kein Krieg. Ja, die anderen bomben sich doch immer gegenseitig weg. Na, da haben wir Glück, ist klar, aber... Ja, nimm dein Schiff, mach's. Das verstehe ich nicht. Was der hier als manchmal sagt, das reicht nicht. Wir graden das nicht, aber aus der letzten Stufe. Das machen wir nicht. Bereit für den Einsatz. Der Teufel fordert seinen Tribut. Okay, wenn der Kai steht. Gespeichert. Jetzt können Sie sie anderweitig ausbeuten. Ist er wieder da? Mal noch Steine mit hier. Befehl. Hättet ihr noch einen besseren Hafen hier? Nee, ne? Nee, leider nein. Können eine Anlegestelle bauen. Das kann man da machen. Ne? Ruder übernehmen.
Ja, ich merke es. Ich habe eine Straße vergessen. So, Stahlproduktion läuft. Ach so, haben wir schon genügend gehabt für den zweiten? Ja, schon längst. Ja, perfekt. Ein paar Bauern, unsere kleine Insel hier. Wie die Made im Speck. Dass ich noch ein paar Bauern auf Arbeit abtrimmen kann. So, und jetzt ist es halt, jetzt brauchen wir ja bald keinen Schnaps mehr, oder? Warte mal, Schnaps brauchen die. Ah, brauchen die zweiten auch noch. Okay, vergiss es. Verdammt. Nutzen wir den Moment und schauen in den Trend. So, und was haben wir gesagt? Wir wollen jetzt das Stahl komplett hier unten hinbauen, ne? Ja. Mit drei Stück am besten. Plan das mal vor. Pff. Ja, das war nicht so klug. Das dachte ich mir. Tada. Ein neuer Auftrag. Ah, du hast noch Steine dabei. Wunderbar. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Okay. Dann reise ich jetzt auf unsere Hauptinsel ab, ne? Was reißt du da? Stahl. Den Stahl? Ja. Warum hast du Stahlbeton angehalten? Weil ich erstmal noch Stahl produziert hatte. Das war der Hauptgrund. So. Alter. Es empfiehlt sich, einen Helm zu tragen. Genau, wir haben ja auch irgendwann haben wir ja das Erz rübergekippt, ne? Rübergeschippt.
Ja. Weil wir auch das nicht mehr produzieren wollten. Könnte man eigentlich auch andenken, ne? Mhm. Das ist komplett drüben schmelzen zu lassen. Aber dann müssten wir da wirklich auch die Nähmaschinen drüben bauen. Da ist nichts. Ja, dann geht's nicht anders. Ja, wir haben, glaube ich, ein paar mehr Sachen, die Eisen brauchen, oder? Die Kanonengießerei auch. Mhm. Aber aktuell machen wir ja keine. Wir können die Kanonen nach unten produzieren lassen, klar, geht. Noch Platz. Wahrscheinlich alles Stahlbeton und Steine. Gerne gut, Stahl kriegen wir da unten jetzt. Wäre jetzt genug produziert. Gut, ich bin sofort wieder da. Hier F1. Oder nee, wo ist denn unser schönes Schiff, was hin und her gurkt? Da. Neue Befehle. Ja, mal gucken, wo es hinsegelt. So. So, ich gehe mir kurz eine Pizza in den Ofen schieben. Bin sofort wieder da. Mhm. Spielstand gespeichert. So. Machst du eigentlich, wenn du eine Pizza machst, machst du die auch immer länger, als auf der Packung steht? Weil es nie stimmt? Mm-mm. Das Problem ist, ich habe einen Teufelsofen. Okay. Der ist richtig übel. Neue Befehle? Verstehe. Ist eine coole Story. Haben wir eine LAN-Party gemacht. Ja. Und ich habe Chicken Wings gehabt. Die haben ungefähr Viertelstunde, 20 Minuten gebraucht. Und ich wusste das. Und mein Bruder hat gemeint, ach was, die Dinger brauchen immer mal mindestens 40 Minuten. Und ich meine, nein, glaub's mir bitte, die Dinger brauchen 20 Minuten, dann ist das Ding durch. Ja, okay, alles klar, ich kümmere mich drum. Ja, nach 20 Minuten, ich mein Chicken Wings rausgeholt, hab gemeint, hier, soll ich dann auch mit rausnehmen? Nee, die lasse ich noch 20 Minuten drin. Ich, okay, alles klar.
Die Dinger waren schwarz. Die waren verbrannt. Die waren tot. Also der ist wirklich übel. Und das gleiche kam dann nochmal mit einer Spinatpizza. Nicht von mir, weil ich esse sowas ekliges nicht. Aber das ist echt... Es brennt, aber so gering, dass es schon gar nicht mehr mobilisieren muss. Weil die Feuerwehr so stark eingreift. Sehr schön. Wunderbar. Also wir hatten es mal auch, ist auch ein bisschen länger her, bei einer LAN-Party, wo auch ein Kollege meinte, schmauen wir jetzt noch eine Pizza. Und wir zocken und wir zocken und wir zocken und wir zocken und wir zocken. Und er, scheiße, meine Pizza! Die war sehr dunkel. Also die war nicht schwarz. Aber sie war dunkelbraun, ja. Sagen wir so. Und er ist auch erst frisch umgezogen. Also er war noch nicht so lange in der Wohnung, war so die Wohnungseinweihungslampe, die hat noch nicht so viel zu essen zu Hause. Es war kein Lieferservice mehr da. Das heißt, es war sein einziges Essen, was er hatte für den Abend. Und er so, ja, ich hab Hunger. Und beißt in dieses dunkelbraune... Man hätte schon Eishockey mitspielen können, glaube ich, von der Konsistenz. Shit. Wir haben da so gesessen, so, ich habe gemeint von meiner bestellten Pizza, ihr willst, ich gebe dir was ab, komm. Oh nee, passt schon. Zack. Scheiße. Hat gesotten. Naja. Passiert. Arbeitskleidung nimmt ab, ha? Huh? Ja. Ah, wobei. Gerade nur im Balken im Menü. Aber das Bier nimmt ab, ja. Ein neuer Auftrag. Das Bier? So eine Sauerei. Okay, passt das hier von allem? Ja, das hast du schon gut gemacht. Dann. Die anderen Spieler haben im Übrigen schon Dampfschiffe, ne? Wir müssten mal langsam in die Konservenproduktion gehen. Das ist das Problem. Rum haben wir. Das ist nicht das Problem. Und danach kommt Kaffee, ne? Aber ich glaube, sobald wir Kaffee haben, dann geht's schon los mit Dampfschiffe, ne? Kann gut sein, ja. Ich glaube, die Ingenieure, da können wir schon irgendwann die Dampfschifffabrik machen. Ja, ja, hier. Dampfmaschinen. Brillen sind eigentlich recht günstig zu bauen, aber bringen viel Geld, glaube ich, war das. Du hast drüben schon alles durchorganisiert, oder? Ich habe schon alles so geblueprintet, wie wir es brauchen, ja. Zwar noch nicht so, wie es stehen soll, also kann ruhig so stehen, klar. Ist aber halt jetzt nicht so platzsparend gebaut. Das ist mir gerade scheißegal. Ich habe hier unten gerade mal die erste Bierproduktion angeschmissen. Setz die Segel. Problem ist nämlich, das Bier geht uns auf der Hauptinsel jetzt langsam zur Neige und ich will es nicht nochmal da anschließen. Hm. Ja, das ist das Problem. Quarzgrube hat keine Straße. Jetzt schon. Was brauchen wir denn dafür? Also aktuell schmelzen wir unten mehr als das... Ach, das ist eh autark, ne? Aber wir brauchen Stahlbeton für die Scheiße. 10 Stück pro Werk. Ja, und die Messinghütte braucht auch nochmal 10. Also wir brauchen hier 50 Stahlbeton. Plus... Ja, eigentlich nur 50 Stahlbeton. Ich geh noch ein paar Fenster holen. Baugrad noch ein Schiff. Können wir eigentlich auch Gebäude von Insel zu Insel ziehen? Geht das? Ich glaube nicht, ne? Probier's mal.
verdammt, zu weit weg, sagt er. Weil so ein upgegradetes Lagerhaus, weißt du? Ein Schiff erster Klasse. Das Spiel ruckelt gerade bei mir, warum? Weil ich. All die sagenhaften Länder. Ein Schamane. Jetzt die Ruckelorgie los. Ich werde mein neues Gebiet. Jo. Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Oh, was? Wie lange macht denn hier? Soll ich keine schon mal eine Route machen? Die Route heißt Bier. Falsch. Da. Neu, also. Ich würde gerade mal, welche Insel wir am besten nehmen, weil. Alte Welt. Die sind irgendwie alle gleich bescheiden. Die mit dem See in der Mitte. Oder die, wo 80% Berg ist. Schiff haben wir noch keine. Ja. Reicht eigentlich. Weiß noch kein Schiff. So, warte. Arktis willst du. Da. Puh, ach so. Nur die mit dem See. Die sieht so aus wie die, die wir das letzte Mal hatten. Ja, ist ganz gut, gell? Also die oben rechts. Also rechts an der Wand. Ja, ganz rechts, ja. Genau, und da brauchen wir ja noch eine zweite, ne? Ja, eine mit Robben und eine mit... Genau. Was haben wir denn hier alles drauf? Gas. Ja, die haben alles gleiche drauf. Rentiere, Wale, Bären, Jagdgründe, Goldvorkommen, Wald. Und die kleinen da haben das andere, ne? Nee. Genau. Wale und Robben, doch. Die haben nur Wale. Ja, genau. Hauptsache halt Robben, die sind wichtig. Auf Ihren Befehl. Gut, die Ressourcen brauchen wir ja erstmal noch nicht. Wobei, brauchen wir die Arktis überhaupt? Für unsere Hauptinsel? Nee, ne? Nicht wirklich. Nee. Doch für die Luftschiffe halt, ne? Ja, klar. Wir das können uns auch direkt am Anfang schon zwei Hauptinseln holen. Also zwei große. Brauchen wir nicht. Wirklich okay. Nicht. Wir brauchen hier in der Arktis brauchen wir drei Inseln. Eine, in der wir uns das Gas holen. Eine, wo wir uns aufbauen und Luftschiffe bauen. Das machen wir auf dieser Insel hier, die du gerade holst. Und dann brauchen wir noch eine kleine für Robben. Dann nehmen wir doch da direkt, die da vorne dran sitzt. Ja. Ersticken Sie doch daran. Ganz einfach. Immer satt. Ja. Perfekt. Schiff ist fertig. Die Springmaus. Nein, du bist die Biermaus. Weißt du jetzt so? Ja. Zute. Alte Welt. So. Der schippert da jetzt erstmal schön das Bier. So, du holst mir noch Fenster, bitte. Wir brauchen 50 Tonnen Stahlbeton. Deswegen lasse ich die erstmal noch alle da. Und dann nimmt er auch die Brillen mit. Die gleiche Handelsroute. Waren die Fenster hier unten. Sollten wir wirklich die kleine da nehmen, die ganz kleine? Alles bereit. Das wäre am nächsten für die Handelsroute. Wir bauen ja da eh nur Robben ab. Der macht mir nichts. Zwei, drei Gebäude, Robben, das war's. Steuermann. Aus dem alten Spiel schon da auch.
So, wenn das passt hier, kann ich, wobei, Bier macht uns ja keinen Nachteil aktuell, ne? Wenn wir das noch auf der Hauptinsel produzieren. Nö. Und noch nimmt es uns keinen Platz. Das heißt, sobald wir mehr brauchen, wird es auf der neuen Insel einfach anschmeißen, also auf der zweiten Insel anschmeißen und wird automatisch bei Hansude rübergeschippert. Immer 50 reichen. Das ist ein so kurzer Weg, das saufen die, glaube ich, nicht leer in der Kürze der Würze. Ja. Ein letzter Blick. Sag die Zeitung. Oh, perfekt. Perfekt. Kompromissloser Journalist. Sie haben an Einfluss verloren. So, wie lange dauert denn meine Pizza noch? Dann können wir jetzt schon mal einen Cut für YouTube machen. Ja, dann muss ich. Dann müsste ich direkt weg. Während ich die Ansage mache, ist auch blöd. Nee, komm. Das ist jetzt egal. Dann überziehe ich 5 Minuten heute. Alle Folgen sind eh schon länger als eine Stunde. Egal. Ist ja. So. Fenster. Ruder übernehmen. Ist mir gleich die 50 Tonnen Stahlbeton. Wir haben schon 40. Und dann gehen wir in die Brillenproduktion. Was brauchen wir denn für den Rest hier? Können wir damit schon anfangen hier? Wieso hast du die Glashütte denn da hingesetzt? Ich hab's einfach irgendwo hingesetzt. Ich hab doch gesagt, du musst da nicht bleiben. Aber da war Platz. Das ist ein riesen Umweg. Wegen dem Feld da oder was? Das ist ja aber mal. Ich werde dann mal. Die Waffenruhe wurde beendet. Komm, das muss ja noch dran passen. Gerade sagen. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. So. Kommen Sie mit. Spielstand gespeichert. So, ich bin kurz meine Pizza holen, bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Juhu.
alles dann irgendwie noch zerdacht. Bleibst du wohl hier, Mikrofon? Zügig hat's dann doch noch geklappt. Kann mich jemand aus diesem dämonischen Dunst befreien? So, Stahlbeton, haben wir jetzt die 50. 48. Really? Schneller! Ne, da lädt gerade eins ab. Äußerst verheißungsvolle Karten liegen. Hier, waren es keine Tiere. Schiff unter Beschuss. So, der Pirat hat mal gedacht. Triumph stürmt und drängt mir durch jedes Glied. Der Pirat hat gedacht, er muss immer eine auf dicke Hose machen. Schöne Breitseite. Rums. Und Ruhe ist. Tja. Wie sieht's aus hier? Ha? 50, na also. Ein neuer Auftrag? Manche. Oh nein! Gehörst du dazu? Verdammt! Ja, wir nehmen es natürlich an. Es aber. Liegt auf deinen Schultern. Sag gut holen. Und dann, was? Das ist ein Scherz. Das sind doch keine Quests, das ist ein schlechter Scherz. So, von unseren vielen Schiffen. Komm, wir nehmen zwei. Wir haben es doch. Segelt mal dahin. Treibgut einsammeln direkt vor seiner Insel, als könnte das nicht sein. Ah, Problem ist, wir müssen erst die Kupfermine bauen. Die kosten nochmal 10 Stahlbeton. Das habe ich nie mit einberechnet. Dann ist dem so. Ich sag mal so Bierproduktion, wie gesagt. Das ist ja nichts, aber das, was sie stinkt, ist, wenn du irgendwie Schweine machst, ne? Schweine ist, glaube ich, auch nicht gut für die. Was ist es denn? Genau. Genau, Umweltverschmutzung, Unorte. Was sind denn Unorte? Vasenmeisterei, Metzgerei, Siederei. Ja, und Umweltverschmutzung sind die Hochöfen und die Köhlerei. Also, wenn wir die Hochöfen noch wegkriegen, müssen wir halt Stahl hier rüber scheppern. Dann ist das so. Und die Köhlerei. Dann ist hier wieder schöner. Wobei, wir brauchen doch jetzt gar nicht mehr so viel Kohle, oder? Warte mal. Oder doch? Doch, für die Hochöfen. Naja. Verdammt. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Bereit für den Einsatz. Warum lasse ich sie überhaupt in meine Nähe? Okay, also wir müssen die hier jetzt bauen. Und die kosten alles, die kosten auch nochmal die normalen Arbeiter. Okay, also Messinghütte. Messinghütte. Drei Brillenfabrik. Wirklich? Ja, kannst du damit befeuern, ja. Es ist kaum zu glauben, aber ich meine, ich glaube mir das natürlich. Das wirklich eine, das einmal Glas reicht für drei Brillenfabrik. Gut, ich glaube mir das. So, dann sind wir jetzt gestartet. Uns fehlt leider. Oh fuck, Ingenieure brauchen wir dafür. Arbeitskraft, muss ich ein bisschen was rumwandeln. Ich fühle mich geehrt. Weiß wahrscheinlich am Stahl, ne? Naja. Nein. Es fehlt ein Ingenieur. Geht es uns aus? Zwei. Okay. Drei. Ja, warte. Drei. Ein neuer Auftrag. Warum jetzt drei? Und keine Ahnung. Pendelt sich noch so ein bisschen ein. Dann müsste noch passen. Es kommt immer noch einer dazu. Rein theoretisch müsste es klappen. Ich muss gerade mal gucken. Ich nehme mir mal Stahl mit. Wir produzieren hier, ja. Auf der Hauptinsel nämlich keins mehr. Sind unterwegs.
Dann können wir da nochmal upgraden. Oh, ich überziehe schon wieder zu lange. So, für YouTube machen wir jetzt hier einen Cut im Streamlab dabei. Es geht weiter. Für alle, die es nachgeschaut haben, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Fitzfuchs. Bis zum nächsten Livestream oder Video.